Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Kartenkunde. Heute sehen wir uns mal Schlucht an. Ich muss ganz ehrlich sagen, in Schlucht bin ich tatsächlich noch unkreativer als auf Weinberge. Aber das hat tatsächlich auch einen guten Grund. Woran das liegt, seht ihr gleich. Ich würde nämlich von beiden Seiten zunächst mit allen Panzern, abgesehen von Jagdpanzern, hier an den B-Cap ranfahren. Das hat nämlich folgenden Grund. Vom B-Cap aus kriegt man die allerersten wichtigen Spots und zwar in so gut wie jede Richtung. Spottet hier von der roten Seite teilweise bis nach hier hinten durch. Ihr spottet nach hier vorne, das heißt, ihr wisst, was direkt auf euch zukommt. Außerdem kriegt ihr zum Teil die Spots hier durch diese Lücke oder eben auch noch später. Das heißt, generell, wenn ihr hier oben steht, kriegt ihr direkt zu Anfang des Gefechts schon mal sämtliche wichtige Spots in so gut wie jede Richtung der Karte. So, im Prinzip wisst ihr dann schon mal direkt, wie ist das Gegnerteam überhaupt verteilt. Der Optimalfall für euch wäre jetzt, wenn ihr vom Grünspawn kommt, dass der Gegner hier links über diese Schienen drüber fährt. Das dürft ihr euch auch schon mal direkt als No-Go-Area merken. Das funktioniert so gut wie nie, denn für gewöhnlich werdet ihr hier immer Schüsse fressen. Das liegt einfach daran, dass ihr da auf offener Fläche steht und keine Cover habt. Und gerade von der Mitte könnt ihr beschossen werden, als auch von dem Gebiet hier hinten. Des Weiteren hat der Grüne extrem gute Schüsse in, naja, ich kann es mal gerade einzeichnen. Ich denke aber, an sich ist das ziemlich selbsterklärend. Man kommt von dieser Position so gut wie überall hin. Deswegen definitiv Empfehlung für jede Panzerklasse zunächst dahin fahren und von dort aus dann auch versuchen, Schaden zu machen. Das heißt, mit einem Heavy könnt ihr da durchaus aggressiver spielen als mit einem Medium zum Beispiel. Allerdings könnt ihr mit einem Medium hier besser spotten. Und natürlich auch so ein bisschen auf den Schaden gehen. Hingegen mit einem Light seid ihr dort vornehmend zum Spotten da und gelegentlich mal ein bisschen zum Schaden machen. Aber ich meine, das ist auch selbsterklärend, je nachdem, wie gut euer Turm ist, könnt ihr da aggressiver oder weniger aggressiv spielen. Selbiges gilt für hier drüben. Ich kann euch auch da gerade mal nochmal die Schusslinien einzeichnen, die sich dort ergeben. Sind auch, wie wir eben schon gesehen haben, extrem viele. Man kommt hier durch die Lücke. Teilweise kriegt man sogar hier oben den C-Cap, gedecapped. Der ist auf der Karte komischerweise falsch eingezeichnet. Der ist nämlich gar nicht hier, sondern in der Ecke hier ganz oben. Dann hat man Schüsse gerade hier drüben in dieses Gebiet rein. Hinter diesem Zug kriegt man gute Schüsse rein. Man kommt nach hier. Man kommt durch diese Lücke. Man kommt durch diese Lücke. Also ihr seht schon, man hat da massive Optionen. Ist natürlich auch immer ein bisschen von der Gun Depression abhängig, aber an sich extrem stark diese Position zu spielen. Nun, was solltet ihr vermeiden? Ich meine, das eine haben wir gerade schon mal angesprochen. Definitiv nicht hier über diese Schienen drüber fahren. Da freue ich mich immer persönlich ganz dolle, wenn der Gegner das macht. Denn in aller Regel kriegt man dann ungefähr hier mit einem Heavy auch schon mal den ersten Schuss raus in diese Richtung. Außerdem steht man dann, sobald man sich hier oben befindet, Halldown gegen Gegner hier drüben. Das ist einfach nur noch pures Weggefarme. Was man außerdem vermeiden sollte, ist hier in das Flussbett reinzufahren. Das raubt einem immer den Höhenvorteil. Wirklich nur im äußersten Notfall machen oder wenn es gar nicht mehr anders geht. Auch diese Stadt hier drüben würde ich persönlich eher vermeiden, da ihr da ein bisschen festgesetzt seid. Das heißt, ihr kommt da nicht mehr gut raus. Entweder müsst ihr hier drüber fahren, über diese offene Fläche oder hier über offene Fläche. Oder ihr fahrt hier durch das Flussbett, was jetzt auch keine wirklich optimale Positionierung ist. Dann doch eher versuchen, hier diese Seite zu bespielen. Beim C-Cap funktioniert meiner Meinung nach besser als hier drüben bei A. Genau.
kommen wir nochmal gerade auf die TDs zu sprechen. Wo würde ich mich mit einem TD positionieren? Das ist auch immer so ein bisschen teamabhängig. Fährt das Team jetzt vom roten Spawn eher nach A, ist natürlich unglücklich, aber dann macht es nicht so viel Sinn, wenn ihr hier nach C orientiert seid, weil der Gegner von dort dann wahrscheinlich auch auf euch zufahren kommt. Das heißt, ihr stellt euch dann eventuell eher nach hier oder nach hier und bietet so ein bisschen den Leuten hier oben bei B Backup. Abraten würde ich von der Position hier am Stein, es sei denn, ihr seid euch definitiv sicher, dass ihr da nicht gespottet werdet. Ansonsten, wenn ihr da gespottet werdet, fresst ihr in der Regel auch Schüsse. Was man machen kann mit einem TD, wenn das gesamte Team Richtung C fährt, dann kann man sich hier vielleicht mal in diesen Busch reinstellen oder irgendwo hier oben in dem Gebiet und dann versuchen, entweder hier über diese Fläche Schüsse zu landen, von hier oben Richtung B schießen oder hierdurch irgendwo Schüsse zu versenken. So viel zum roten Spawn. Vom grünen Spawn würde ich mich mit einem TD auch eher hier hinter den Leuten oben beim B-Cap orientieren, um die einfach zu supporten, sprich hier oder hier, eventuell auch hier. Ansonsten ist hier drüben noch eine sehr starke Position hinter diesem Busch, da ihr dort auch sehr unwahrscheinlich gespottet werdet, aber trotzdem gute Schüsse nach hier oben kriegt. Gerade das Kreuzfeuer, was ihr dann später auf diese roten Gegner hier aufbauen könnt, wenn ihr euch bis nach hier verlagert beispielsweise, das ist schon ziemlich stark. Ja, mögliche Rotation. Wenn ihr jetzt hier oben steht, können euch gewisse Gegner gefährlich werden, die hier an dieser Stelle pieken. Ich zeichne die mal gerade jetzt als Heavy mit blauer Farbe ein. Entweder hier oder hier wird dann natürlich schon sehr gefährlich. Das Ding ist nämlich, von da drüben kriegen diese Gegner Schüsse auf euch. Und zwar auch in die Seite von eurem Turm, wenn ihr nicht gut aufpasst. Dementsprechend müsst ihr da immer so ein bisschen drauf achten. Und wenn der Gegner tatsächlich bis hier vorne durchgedrückt kam, müsst ihr abwägen. Entweder hier unten durch, auf die Seite wieder hoch. Oder wenn ihr Zeit habt, hier oben direkt die Seite wechseln. Das ist im Prinzip der Standard-Move, den könnt ihr auf beiden Seiten machen mit einem Heavy. Sollte die eine Seite gedrückt werden, für den roten Spawn, also falls diese Seite hier gedrückt wird, der Gegner kommt jetzt beispielsweise bis nach hier vorne vor, Seite wechseln, dann steht ihr wieder halt down, habt Cover, alles bestens. Wenn ihr jetzt einen Medi habt oder einen Light, der keinen guten Turm habt und ihr kommt hier oben bei B nicht mehr wirklich weiter, dann kann es schon mal lohnen, dass man sich irgendwie in einer Rotation hingibt. Das heißt, man fährt dann hier oben über C, natürlich aufpassen, dass ihr dabei nicht gespottet seid und dann versucht ihr gewissermaßen flanken zu gehen. Wenn ich jetzt mit einem Heavy hier oben stehe oder auch mit jeglichem anderen Panzer und ich sehe hier drüben irgendwo Gegner oder hier Gegner, auf die ich von hier oben nicht schießen kann, dann kann ich mich teilweise bis nach hier unten droppen lassen. Dann stehe ich zwar kurzzeitig im Flussbett, aber das sollte dann auch keine längerfristige Positionierung sein, sondern nur eine Positionierung, um es dann mit den Gegnern hier drüben aufzunehmen. Ansonsten einen letzten Tipp, den ich euch noch geben kann, der auch häufig sehr gut funktioniert. Wenn ihr die grüne Seite aggressiv bespielen könnt und hier oben B auch gewonnen habt, dann könnt ihr durchaus hier auf das Plateau nach hier vorne weiterfahren. Entweder sucht ihr euch dann Cover hinter diesem Stein oder hinter diesem Stein. Das Schöne ist, ihr werdet dann die ganze Zeit die Spots aufrechterhalten können, vor allem in diese Richtung. Und außerdem immer wieder pieken können, um einen Schuss zu setzen. Ja, das Plateau da oben eignet sich außerdem noch relativ gut, um eine verzweifelte Situation unter Umständen nochmal retten zu können. Wenn jetzt der Gegner einen langen Anfahrtsweg hat, beispielsweise von hier, dann piekt hier oben immer wieder Halldown auf den Gegner, könnte einen Schuss setzen und er muss halt hier bis nach hier vorne fahren und um die Kurve rum, um euch im Zweifelsfall zu erwischen. Das nochmal so als kleinen Tipp, um möglicherweise eine verzweifelte Situation nochmal zu retten. Das war es dann erstmal soweit zu der Theorie. Ich zeige euch gleich im Übungsraum diese Position hier oben nochmal ein bisschen genauer, worauf man da im Einzelnen achten muss. Ja,
Bis gleich. Nun, wenn wir von dieser Seite an B ranfahren, kann ich euch einen Trick verraten. Gerade wenn ihr einen guten HE-Schaden habt, bleibt nach hier oben eingezielt. Häufig piekt dann schon mal der erste Gegner. Dem könnt ihr dann eine Kugel mitgeben. Ansonsten könnt ihr dann hier natürlich auch pre-aim in diese Richtung, falls ihr dann noch nicht geschossen habt. Ja, sobald ihr hier oben ankommt, dringend erstmal nach links gucken. Extrem häufig fährt da jemand drüber, da kriegt ihr dann schon mal in aller Regel auch den ersten Schuss rein. Und dann den Reload immer damit überbrücken, dass ihr hier ein bisschen tiefer steht. Zwar noch Präsenz zeigt, aber halt euch nicht unnötig zeigt. Nun, und dann liegt es halt immer ganz dran, wo der Gegner steht, wie ihr hier piekt. Entweder nutzt ihr hier diesen Hügel als Cover nach links. Ansonsten, nach hier drüben steht ja sowieso Hull Down. Hier ist ja diese Schiene vor euch. Was ich euch noch gerne verraten möchte, ist diese Schiene hier. Hat ja so ein graues Teil hier oben. Diese graue Schicht ist tatsächlich nicht modelliert. Das heißt, durch die graue Schicht könnt ihr auch durchschießen. Das ist so ein kleiner Tipp, den man sich auf jeden Fall merken sollte, wenn ihr euch das jetzt mal gerade anguckt. Wenn ich jetzt hier schieße... Okay, das war Vorführeffekt. Ne, auf jeden Fall durch diese graue Schicht kann man auf jeden Fall noch durchschießen. Das wird mir jetzt hier gefährlich. Natürlich, wenn ich mich zu weit hier hoch begebe, kann ich von dort beschossen werden. Aber auch Gegner, die hier drüben stehen, stehen extrem effektiv gegen mich. Das heißt, gegen Gegner dort hinten versuche ich dann diesen Stein als Cover zu nehmen. Und wenn der Druck von der Seite zu groß wird, das heißt Gegner kommt tatsächlich bis nach hier vorne durch, dann nutzt mir auch der Stein hier vor mir nichts mehr. Dann ist es in der Regel so weit, dass ich mich hier hinten durch zurückziehen muss. Eventuell kann ich dann kurz hier noch verweilen, um Gegner zu beschießen, die meinen hier oben wirklich aggressiv weiterzufahren. Und dann nehme ich einfach die Auffahrt hier von dieser Seite. Gleiches Spiel wie von der anderen Seite, dann stehe ich halt nicht mehr Halldown gegen links, sondern Halldown gegen rechts. Alternativ kann man natürlich auch einfach hier oben drüber fahren auf die andere Seite, wenn man die Situation früh genug erkennt, aber das gelingt selbst mir nicht jedes Mal. Genau, und dann stehe ich jetzt praktisch hier drüben wieder. Schöner Vorteil außerdem, ihr habt hier oben Busch, der gibt euch zusätzlich Tarnung. Das kann man auch sehr schön zu seinem Vorteil ausnutzen. Nun, wenn wir jetzt von der anderen Seite kommen, muss man nicht unbedingt pre-aim. Da gibt es hier drüben nicht sonderlich viel, wo man hinschießen kann. Worauf man hier drüben allerdings auf jeden Fall aufpassen muss, sind TDs, die sich hier links irgendwo aufhalten. Denn die werden auch nicht zwangsweise jedes Mal gespottet, haben aber an sich ein ziemlich gutes Schussfeld auf einen selber. Ansonsten, wenn ihr hier früh ankommt, auch ruhig durch diese Lücke pre-aim. Da geht dann häufig schon mal der erste Schuss rein. Ja, und wie gesagt, auf jeden Fall aufpassen von diesem Stein hier hinten, gerade aus diesem Busch. Da stehen häufig Leute drin. Und ja, einfach versuchen hier ein bisschen Halldown zu arbeiten. Nach links, auf die spiegelverkehrten Gegner hier vorne. Wenn ihr jetzt da drüben die Spots seht und ihr wisst, ihr könnt hier oben nicht pieken, weil ihr dann von links fresst, dann macht es genau, wie ich euch das eben auch gezeigt habe. Lasst euch nach hier unten fallen und dann versucht von hier zu arbeiten. Dann nutzt ihr hier diese Kante ein bisschen zum Sidescrapen und schießt dementsprechend in diese Richtung. Genau, und wenn der Druck von der Seite hier drüben zu groß wird, das heißt der Gegner fährt über die Brücke und ihr könnt dem nichts mehr entgegensetzen, dann fresst euch die ein, zwei Schüsse. Hauptsache ihr steht dann wieder auf dieser Seite und seid safe gegen den Gegner da drüben. Dann versucht ihr hier wieder diese Kante als Halldown-Option zu nehmen, um dann die Gegner da drüben unter Beschuss zu nehmen. Kommen wir nochmal zuletzt kurz auf das Plateau zu sprechen. Das ist nämlich dieses Plateau hier oben. Wie gesagt, wenn ihr von hier hinten kommt, könnt ihr aggressiv nach hier vorne fahren, wenn in der Mitte nichts steht. Dann habt ihr gute Schüsse nach hier vorne, steht dann auch schnell wieder safe. Oder ihr fangt halt an und versucht ein bisschen sidescrapend in die Richtung zu pieken. Ja, das war's zu Schlucht. Nicht sehr kreativ, ich weiß, aber sollte einfach mal gesagt sein, das ist definitiv die beste Position in der gesamten Map, rate ich
Dazu fahrt er mit jedem Panzer erstmal hin, abgesehen von TDs. Die sind da nicht ganz so effektiv. Liefert die Spots, guckt, dass ihr Hulldown tradet und farmt einfach, denn diese Position ist zentral und extrem stark. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei einer weiteren Episode. Bis dann. Tschüss.